Lieber Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video zum Thema Hallenbau. Die Halle der Firma Huber wächst und wächst. Was ist seit unserem letzten Video passiert? Wie werden Dach und Wand aufgebaut? Das alles und noch mehr zeigen wir Ihnen in diesem Video. Das Tragwerk wurde aufgebaut und die Tragschale wurde verlegt. Wie geht es weiter? Wie funktioniert das System Stahlhalle? Auf dem Dach werden gerade die Öffnungen für den Einbau der riesigen Lüftungsgeräte ausgespart. Sekuranten sind sicherheitsrelevante Bauteile. Diese werden mit der Tragschale verschraubt und müssen in regelmäßigen Abständen geprüft werden. Während die Arbeiten auf dem Dach weitergehen, wurde bereits mit dem Aufbau der Wand begonnen. Die zwischen den Stützen geschraubten Wandriegel und der darunterliegende Basiswinkel dienen als Unterkonstruktion für die Verschraubung der Sandwich-Elemente. Um die Wandpaneele in Position heben zu können, benötigen die Arbeiter einen Kran. Die Wandpaneele haben eine Länge von über 10 Meter und wiegen über 100 Kilogramm das Stück. Die Paneele werden mit dem Kran gehoben und von den Monteuren an die richtige Stelle positioniert. In der Halle sollen schon bald Maschinen für die Abwasserreinigung hergestellt werden. Damit das gelingt, darf es keine Störungen im Bauablauf geben. Obwohl die Firma PEM voll im Zeitplan liegt, wird die Manpower auf der Baustelle nochmals erhöht. Ein zweites Team, welches eigens auf den Dachbau spezialisiert ist, ist angereist. Ab jetzt wird zeitgleich an Dach und Wand gearbeitet. Eine gelochte Tragschale mit dahinterliegenden Sickenfüllern eignet sich hervorragend, um den Geräuschpegel in der Halle zu senken. Der Schall dringt durch die Löcher ins Innere der Tragschale und wird dort von den Sickenfüllern absorbiert. Die Männer rollen die Sickenfüller aus und drücken sie mit einem Stock ins Innere der Tragschale. Warme Luft kann wesentlich mehr Wasser aufnehmen als kalte Luft. Bei der Abkühlung der Luft wird die gespeicherte Feuchtigkeit wieder abgegeben. Damit das nicht im Inneren der Dachkonstruktion geschieht, muss eine Dampfsperre verbaut werden. Die Dampfsperre ist so konzipiert, dass sie die warme Luft nicht durchlässt und somit die Tauwasserbildung verhindert. Über die Sickenfüller wird die selbstklebende Dampfsperre auf die Tragschale geklebt. Die Dampfsperre verhindert, dass warme Luft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. So, das war's auch schon mit diesem Video. Sollte Ihnen unser Video gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie uns einen Kommentar da lassen oder diesen Kanal abonnieren, damit Sie kein Video mehr verpassen. Bis dahin,